make a living just for spending my time. Yellow cab man, yellow cab man, every day's a hustle, every day's a drag, sitting 8 hours in a sweaty hot cab. Cops to give you tickets, trucks to make you swear, driving round the city looking for a fare. Yellow cab man, yellow cab man, extra Beifall haben. Ich will euch auch gleich erklären, warum. Das ist der liebe Thomas. Thomas, also wer auch noch anderen US-Treffen bewegt, hat Thomas mit Sicherheit schon mal gesehen, weil Thomas ist übrigens überall. Es gibt kein Treffen, wo er nicht ist. Also das ist unglaublich. Thomas hat auch immer seine Videokamera dabei. Ich hatte da letzte Woche einen Post bei Facebook gemacht. Wenn ihr den Thomas bei uns seht, winkt in die Kamera, weil ihr seid auf jeden Fall bei YouTube, egal wie. Und Thomas, wir haben uns gedacht, erstmal können wir dich total super leiden, das ist ganz wichtig. Ich selber finde New York Taxi richtig cool. Ich war mal in New York tatsächlich mit so einem Ding auch vom Flughafen losgefahren in die Stadt. Das Taxi war dann kaputt, na gut, naja. Und wir haben uns gedacht, in der Kategorie Best Youngtimer heißt also Autos, die weniger als 30 Jahre, aber älter als 10 Jahre sind, ist es das schönste Auto auf dem Platz. Du warst vor der Bühne, jetzt kannst du die Preisverleihung gar nicht filmen. Was machst du denn da jetzt? Ja, zwei Kameras am Start, ne? Guck mal da. Wo ist das zweite? Ach hier. Ja, wunderschön. Thomas, alles Gute. Wir machen noch ein paar Treffen zusammen, glaube ich. Wunderschön. Wie kriegst du das jetzt hin? Machst du zwei Videos oder 3D oder so? Irgendwie Doppler-Effekt. Keine Ahnung. Ja. Und nächstes Mal sauber, bitte. Beifall nochmal für Thomas mit dem Taxi. Und man kann das Taxi in Leipzig auch mieten für Stadtrundfahrten etc. pp. Ruhig mal auf die Seite gehen, cooler Gärtner. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Alles klar. Und, dann viel Spaß. Und nächstes Jahr kommst du mit einem sauberen Auto her. Also wirst du dieses Regelprodukt finden. Das ist natürlich bloß ein Joke, ne? Thomas ist am Donnerstag angereist, glaube ich. Ne? Wann warst du hier? So 20.15 Uhr hat er da schon Startnummer 62. Nur, dass ihr auch wisst, was bei uns am Donnerstag schon los war. Wir hatten am Freitagabend schon 391 Autos auf dem Platz. Da war der Thomas ganz, ganz vorne dabei. Und heute, heute Nachmittag waren es irgendwas um die 900. Da war aber die zweite Kasse noch nicht ausgewertet. Also ich habe gesagt 1000. Mal sehen, hast du schon eine offizielle Zahl? Ich habe vorhin die inoffizielle Zahl bekommen, dass wir die 1000 geknackt haben. Aber ich habe es noch nicht offiziell bestätigt. Wahrscheinlich haben wir wirklich 1000 Autos auf dem Platz. Ich gehe mal davon aus und sind damit in Deutschland eines der größten Treffen. Das darf man nicht vergessen, was wir nach vier Jahren in Dresden, in der Stadt, nicht irgendwo auf dem Baumarktparkplatz oder irgendwo am Waldesrand oder am Flughafen, wie das bei vielen anderen ist, sondern wir machen hier ein Treffen mitten in der Stadt, damit einfach auch ihr alle dahin kommen könnt und nicht erst sagt, oh, jetzt muss ich 20 Kilometer losfahren. Nee, setz dich in die 10 und fahr hierher. Yellow Cat Man.